So, hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück zu Haus Flipper, ja, der Hausmeister Simulator. Ja, wir kümmern uns gerade mal so ein bisschen um den Flur. Es geht weiterhin immer noch in dieser verseuchten Studentenwohnung hier. Ist ganz klar. Haben wir das ja alles wieder so reingekriegt, wie wir es reingekriegt wollen? Das wird die Frage sein, aber es sieht bis jetzt auf einem sehr guten Weg aus. Ich habe ein neues Update. Sehr schön, auf 75% faster. Kriegen wir das alles noch ein bisschen schneller hin. So. Stellt den jetzt einfach mal hier hin. Das werden sie sich dann schon selber zur Hand kriegen. Das ist jetzt nicht hier meine Aufgabe, das da zu machen. So, das Update haben wir ja nur schon installiert, 75% faster, da geht das jetzt noch ein bisschen schneller als üblich. So, ran damit. Sehr gut. Obwohl ja auch erst 62% vom Dreck weg ist, ich bin mir zwar nicht so sicher, wo der Dreck, ach hier hinten, ach Alter, sogar hier hinten, ey, hör doch auf. Wo der Dreck sonst noch überall sein soll. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, unter den Sofa, unter den Sofas etc. pp. Aber wir sind erstmal nur hier, um. Ja, nicht gründlich, aber halt eben erstmal so grob. Und den Rest könnte sich dann selber kümmern und soll mich halt nochmal anrufen. Und dann wird es halt noch ein bisschen teurer und fertig aus. So. Machen wir mal bitte hier die Türe zu, danke. Weil wir wollen die dann ganz schön viel noch haben, ne? Also ein Dings, eine Toilette. Was, die wollen eine neue Toilette haben? Also Radiator kann ich ja verstehen, aber eine neue Toilette, das wundert mich jetzt dann doch schon etwas. Aber Toilette, ja gut. Wenn sie das natürlich haben wollen, dann kriegen sie das auch. Also wir bauen hier erstmal kurzhand die Heizung ein. So, sehr gut. Dann kriegen sie von mir so, halt, da müssen wir erst noch hier wieder das Ganze abschrauben. Bevor wir hier Diskus-Sitte-Kurven. Und das wieder rein. Zack. Na, zack. Und zack. Und hier rein. Und da. Und den Dis drauf. Dann ziehen wir natürlich wieder die Motoren an. Ist ganz klar. Zack. Und das Ganze hier auch nochmal. Dann Rohr dran. Rohr dran. Das und das. Oder was das auch immer sein soll, da rein, hier rein, dort rein, da rein, hier rein und wunderbar. Gut, dann eine Toilette, eine Toilette, eine Toilette. Jetzt installieren wir den ganzen Spaß noch. So, angeschraubt sein, Kasten dran, Deckel dran, Klodeckel dran, das drauf und fertig aus. Wo ich, wie gesagt, in den Raum nicht so ganz verstehe, wo er noch Dreck sein soll. Sag mal so viele. Ach, hier oben an der Decke. Na gut, ich glaube, das gerade sagst. Wo du es gerade sagst, liebes Spiel, da hast du durchaus recht. Da kommen sie aber auch trotz all dem nur auf 75%. Müsste schon die ganze Wanne davon wegrotzen. Und da habe ich jetzt nämlich. Gewaltig keine Lust drauf. Okay, gut, dann können wir uns mal. Och, du Heimatland. Ja, gut, dass sie die Toilette, ja, dass sie die Toilette hier
ersetzt haben wollen oder eine neue wollen. Das ist durchaus nachvollziehbar, ja. Aber die da drüben konnte ich jetzt nicht so ganz verstehen, weil hier ist das gleiche in Grün. Radiator und Toilette neu kaufen. So. Obwohl, wenn wir die ja so schön wieder sauber putzen, ist das eigentlich auch weniger das Problem. Das sieht selbst die Waschmaschine aus wieder wie geleckt, ja. Muss man ja auch dazu sagen. Da gab es mal kurz Sprüches. Muss halt auch mal sein. Wäre halt nur schön gewesen, wenn es ins Klo gegangen wäre und nicht andersrum. Bis an die Wände hier oben, na, leck mir. Gott sei Dank sind das Fliesen, das kann man alles abwischen. Das hier noch weg. Na, da noch. So, sehr schön. Dann nehmen wir das Gerät. Nehmen wir mal wieder hier ein Klo. Und zerlieren den ganzen Spaß wieder dran. Kasten das drauf und fertig. Und dann noch ein Heizkörper. Dann passt das hier auch. Okay, warte mal, hier habe ich jetzt noch offen gelassen. Wir machen dann immer mal die Dinger. Ach, hier noch. Ich vergaß. Ich vergaß. Hier war ja auch noch so ein bisschen Kacke am Dampfen. Ich frage mich, wie das gelungen nach da oben kommt. Dann machen wir kurz mit der Hand. Gucken, dass wir uns hier nicht selber blockieren. So. Aber wo steht nur das Bett vor der Heizung? Kam nur auf die schlaue Idee. Menschenskinner. Brandschutzgefahr, auch noch nie was gehört. So, dann dran damit. So. Da dran, da dran. So, schön ist die Heizung installiert. So, soll mir egal sein, wie sie das platzieren. Ist ja nicht meine Aufgabe in dem Fall. So, das und das und das. Hier drin haben wir auch alle. Ah, ne, hier drin ist ja dann. Ist ja dann der. Ach du, der Umweg. So. Also, wie viele Heizkörper hier neu gemacht werden müssen, das ist Wahnsinn. Also, wie gesagt, entweder hatten die komplett Macke gehabt oder. Ich verstehe den Umstand nicht so ganz. Ich glaube eher, es ist das Erste. Weil so viele Heizkörper, die wir jetzt hier schon, wie soll man sagen, repariert haben oder komplett neu dran gemacht haben, weil sie nicht mehr vorhanden waren, kann das in meinen Augen eigentlich nur Macke sein. Alles andere macht da wenig Sinn. So. So, hier geht das Ganze. Wir sind erst bei 52%, ne? Nur mal so ganz nebenbei. Nicht so, als hätten wir hier schon den Großteil geschafft. Wir hätten schon längst gehen können. Nee, 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 nee. Wir haben noch nicht mal das Ziel geschafft, was wir schaffen sollten. Aber hier so eine Place, Single Bed. Da gibt es noch so eine Haufen Aufgaben hier. Dann kann ich auch schon alles erfüllen. Muss mal kurz gucken, was der jetzt von mir will. Remove Trash. Hier ist es nicht angeblich noch irgendwo. Oh ja. Sehr gut. Radiator haben wir. Die Elektrizität dort unten. So. Da rein. Und da rein. Da drauf. Reinschmeißen. Fertig aus.
So, mal gucken, was das andere ist. Aber was will der jetzt hier? Place a single bed, remove single bed alt. Ja, okay. Also im Endeffekt verkaufen, ist ja nicht das Problem. Ja, haben wir ja schon mal, aber das wollen wir jetzt ja nicht. Single bed, single bed, single bed. Steel single bed. Classic single bed für 123. Single bed Minimalismus 128. Eigentlich nur ein Single Bed, das billigste, was wir haben können. Ja, also er wäre ja Place für Single Bed. Einfach nur ein Single Bed. Single Bed Green beispielsweise. Das ist das billigste, was du haben kannst. Color machen wir ja Dark, nicht Dark Green. Machen wir irgendwas, was so passt. White Black zum Beispiel. Ja. Dann platzieren wir das hier so hin. Ne? Nicht zu danken. Aber hier ist jetzt okay Dreck, also passt das ja eigentlich schon. Wo man hier angeblich noch irgendwo zweimal Elektronik finden soll. Wo ich es aber noch nicht so ganz verstehe, wo. Weil hier ist in dem Sinne eigentlich jetzt gerade, was Steckdosen angeht, nichts mehr vorhanden. Also ich habe die innen jetzt hier ausgetauscht. Hier soll aber, wie gesagt, angeblich noch eine sein. Wow, da habe ich keinen Zugriff im Endeffekt, ne? Also. Und hier an der Decke etc. WB habe ich genauso wenig Zugriff. Also ich sehe ja gerade noch ein bisschen Dreck. Das ist ganz klar, muss natürlich weggemacht werden. Also hier habe ich jetzt nur die eine Steckdose, keine Ahnung, was er da noch von mir will. Aber gerade mal gucken, was die hier noch wollen. Clean Dirt, Bedroom 13 Quadratmeter, Bedroom 17 Quadratmeter, ich weiß nicht so wirklich, was die von mir wollen. Ich habe auf jeden Fall mal wieder was freigeschaltet, unter L habe ich gerade gesehen. Ich mal halt hier auf das Ding drauf. CMOS Dirt Minimap, also ich sehe mehr Dreck auf der Minimap, Long Range kriege ich ja noch dazu. Gehen wir mal auf die Long Range und gut ist. Mein Heizkörper ist hier drinnen, das passt. Ja, warte mal, ach, stimmt, ich habe ja hier so eine faszinierende Minimap. Was ist hier damit? Ach, da war aber doch was. Hä, komplett übersehen. Bin doch doof. Man sollte mehr die Minimap nutzen, definitiv. So, dann geht der Spaß raus. Das hier dran, das rein, das zuschrauben und dann Spaß haben. Dankeschön dafür. Gut, dann hätten wir das hier auch. Zumachen bitte. Das scheint auch zu passen. Das scheint auch zu passen. Das auch. Das auch. Hier scheint aber auch alles zu passen. Abgesehen davon, dass hier immer mal so 8% hier angeblich im Room 13 Quadratmeter hätten wir noch übelst viel Dreck. Also Clean Dirt zu 38% nur. Wo ich aber nicht so wirklich. Ach, das hier oder was? Das zählt ja alles als Dreck dazu, ist klar, na gut. Muss mal. Könnte nämlich auch Schatten sein. Das sieht man manchmal nicht so wirklich. Was hier was sein soll. Ah gut, wo er recht hat, hat er recht. Was war jetzt hier wirklich noch? Weil das sind ja zum Beispiel Schatten, das geht weg. Genauso wie das hier, das sind halt Feature-Schatten. 92% mittlerweile schon. Kommen wir immer noch nicht dahin. Der Other Room ist der Funktion Bedroom. Also was will denn der jedes Mal mit diesem scheiß Bedroom? Weil hier ist nichts mehr.
Also ich war noch gar nicht geklärt. Das sind immer so die Räume, die vergisst du halt mal so zwischendurch, ja? Weil du denkst, na gut, der trammelt sich schon die ganze Zeit rum, wirst du ja auch schlecht vergessen. Was wird jetzt hier noch? Place, Single Bed, Remove, Single Bed Alt. Hä? Habe ich doch gemacht. Remove the future single bed old. Vision place the. Irgendwas verstehe ich gerade nicht, was er von mir will. Jetzt sind wir zum Beispiel schon mal completed. Jetzt steht aber da place for duty single bed. Ne? Also. Ob das einmal nur single bed ist? Weil es sieht mir alles, das ist ein Code. Ja, sagen wir mal ein S, I, N, G, Single. Ja, es gibt viele Single. Steel Single Bed gibt. Classic. Single Bed White irgendwas. Single Bed Other. Single Bed Space. Bed Melm, Green. Single Bed Pine. Ein reines Single Bed gibt es leider Gottes nicht. Da ihn das ja gepasst hat. In the room. 13. Ja, ich bin jetzt gerade im Room, da steht noch nichts drin. Keine Ahnung, was er von mir will. Aber wir sind eh completed. Das sind $817. Reicht uns vollkommen aus und wir sind fertig für die Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Hat über 24 Minuten gedauert. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüss.